Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity Dead Kings. Wir haben Sequenz 13, Erinnerung 4, schlafende Tote wecken. Wir spielen. Leon? En garde! Ein Chakram aus Indien. So ein gerissener Dieb. Ich habe die beiden anderen gefunden. Und was passiert nun? Keine Ahnung, sag du es mir. Ein Licht gegen die Dunkelheit. Verschwinde, das ist geheim. Warte. Sieh mal. Eine Karte der Höhlen. Das sehe ich mir selbst an. Du bleibst hier. Oh, Mert. Leon. Ich habe mich vorher schon gefragt, warum der den die ganze Zeit mit einweiht, aber... Anscheinend haben wir seine Hilfe benötigt. Obwohl wir das auch nicht wissen konnten. Dass wir seine Hilfe benötigen werden. So. Die Krypta untersuchen. In 200 Metern Entfernung. Machen wir. Oh nee, nicht du schon wieder. Nee, das machen wir nicht. Da rennen wir außen rum. Ich weiß nicht, warum es so laggt. Ich kann es euch nicht sagen. Na gut, okay, der PC schafft das Spiel nicht, ne? Aber ich will die Grafik nicht runtersetzen. Ich will es nicht machen. Ich finde das Ding so geil. Warte mal, die Krypta ist aber innen drin. Dann müssen wir da wohl rein. Alter. Weg. Okay, weiter. Weiter. Da hinten ist die Krypta. Okay, Leute. Arno? Ja? Hey, einen Moment. Ich kann nichts machen. Tut mir leid, ich hänge fest. Ich glitsche. Kann mich mal bitte eine hauen? Hallo? Könnt ihr mich von euch einer bitte hauen? Rauchbombe werfen kann ich auch nicht. Zielen kann ich. Mal schauen. Macht Druck, beschäftigt ihn. Nee, das klappt nicht. Ich glitsche aber sowas von. Der kommt da nicht runter. Nee, geht nicht. Okay, dann muss ich die Sequenz neu starten. Tut mir leid. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, da wären wir wieder. Bei Assassin's Creed Unity Dead Kings. Mal gucken. Mal gucken, was wir jetzt, wie wir das jetzt hier machen. Ohne dass wir da wirklich wieder reinglitschen. So. Zack. Und weiter. Genau. Er hat uns zwar entdeckt, aber viel sagen kann er nicht mehr. So. Wir müssen hier hin. Und wir gehen runter. So, Leute. Einmal hier kurz gucken. Hier ist niemand in der näheren Umgebung. Sind das hier wieder so? Jetzt wartet mal kurz. Sind das hier wieder so Nostradamus-Rätsel? Wartet mal. Wo ist denn das? Ach Gott, das ist über mir. Ah, das ist über mir. Okay. Nee, weil wenn das hier wieder so Nostradamus-Rätsel sind, ich meine, für was sind die dann? Das will mich jetzt nur... Hoppala! Hoppala! Damit habe weder ich noch sie gerechnet. Dass das jetzt auf einmal passiert. Oh, Alter! Aua. Du bist tot! Ich hau dich in der Mund, so. Der ist im Arsch.
Und jetzt kommt der Anführer. Ich werde dich ab. Hoppala. Und zack. Das kann sich kein Mensch anschauen. So. Du auch noch. Oder irgendjemand was erzählst. Musst du auch noch leiden. So, da hinten ist eine Truhe. Upsala. Ich habe euch euren Anführer doch weggemacht. Warum seid ihr immer noch da? Ich dachte, die verpissen sich, wenn die Anführer weg ist. Oder kämpfen sie dann bloß schlechter oder was? So, wir wollen ja mal nicht so sein. Wir lösen ihn. Schauen wir mal, vielleicht ist da wieder eine Berserker-Ding da. Nicht Berserker, wie heißt's? Messerbombe. Messerbombe voll? Habe ich gerade nicht eine abgefeuert? Boah, ey, das geht gar nicht. Zum Glück war das im Let's Play nicht so. Was ist? Bist du jetzt der beste Einbrecher oder nicht? Los! B-Lines! Der Kommandeur will, dass wir warten. Will noch jemand warten? Naja, ich würde mal sagen, nein. So, interagieren wir hier mal. Naja gut, Mörserbomben sind eh voll, also da hätten wir, wenn eine drin gewesen wäre, wäre es eh wurscht gewesen für uns. So, was ist unser Ziel? Da unten hingehen. Warte mal. So. Wir verpissen uns hier mal schnell. Bevor sie uns gleich am Kicker haben. Aber der Anführer von denen, der dürfte schon einiges drauf haben. Ich muss schauen, dass jetzt da keiner von der Seite oder so kommt. Oh, da ist eine Treppe oder was? Ich würde mal sagen, das hat weh. Alter, die sind nicht weg. Das hat denen nichts gemacht. So, der ist weg. Ja. Der auch. So. Oh. So, der war weg. Die da kloppen sich noch eine Weile. Und derweil gehe ich hier runter. So, wir haben eine Untersuchungszone betreten. Wir brauchen... Ne, wir brauchen gar nichts. Wir wollen hier interagieren. Und Schleichen hat jetzt nicht so gut funktioniert. Geschafft. Leuchttinte. Die geheimnisvolle Leuchttinte kann jeder... Okay. So, zack und... Hallo? Komm weiter, zack. Und jetzt? Hä? Was war jetzt hier der Sinn? Ja? Und jetzt? Was soll ich machen? Das Rätsel lösen? Was kann ich denn machen? Ich kann hier bloß interagieren. Mit den verschiedenen Dingen. Ich kann mich nicht mal drehen oder sowas.
Kann ich da rüberspringen? Kann ich nicht. Gut, wissen wir jetzt auch. Sollte vielleicht eine Erklärung geben, was wir hier jetzt machen müssen. Oh Gott, jetzt sind die alle wieder da, oder was? Nein. Alter Finne. Das war knapp. So, interagier schön. Ich glaube, ich weiß jetzt, was wir machen müssen. Es gibt, wir müssen bloß bestimmte Dinge aufleuchten lassen. Die Frage ist, welche. Vielleicht die hier und die hier. Okay, nicht. Das ist jetzt die Frage. Ach so, ich, also... Kann ich das Ding hier aufladen? Habe ich die Lampe noch dabei? Für was steht das Ding dann da? Wenn ich es nicht aufladen kann. So, schnell. Vielleicht muss ich ja wirklich alle vier anmachen. Und dann zu dem Typen da hinten. Nee. Jetzt ist es wieder aus. Ihr wollt mich verarschen, kann das sein? Oder übersehe ich jetzt hier, oder was? Ich übersehe doch hier bestimmt was. Nicht sein. Da oben ist bloß dieses Artefakt. Da ist Napoleons Mütze. Aber was willst du denn von mir? Ja, nicht. Ich meine ihn hier. Den Herrn in Schwarz. Warte, gibt's hier vielleicht irgendwas dazu? Anna sucht nach dem Eingang zum Heiligtum des Artefakts, in dem er die versteckte Karte auf den Tafeln folgt. Na geil, das Rätsel lösen. Und da steht nichts wie... Steht hier vielleicht was? Nee. Steht nix. Rätsel, das Rätsel lösen. Wenn ich das Rätsel wenigstens durchschauen würde. Wie dieses Rätsel funktioniert. Ich kann mir jetzt bloß somit erklären, dass ich das in einer verschiedenen Reihenfolge anmachen soll. Aber alle anhalten kann ich nicht. Also alle auf Stand. Also dass alle an sind. Geht nicht. Die gehen irgendwann selbst von selbst wieder aus. Es tut mir leid, ich bin gerade zu blöd dafür. Oder hat die Säule noch was damit zu tun? Dass wenn die alle an sind, dass wir irgendwie auf die Säule gucken müssen oder so. Aber es ist eigentlich bloß hier jetzt. Ach, das sind verschiedene Ritter. Ach, oder verschiedene Reiter oder irgendwie sonst was.
Ah, vielleicht die Reihenfolge, wie das im Kampf ausschaut oder so. Jetzt lass. Nee, so sehe ich das nicht gut. Ich habe auch keinen. Nee. Das eine ist ein Bogenschütze, das rechts hat eine Lanze und so ein Speer oder sowas. Der links hat eine Lanze und der Mitte. Schaut aus wie ein Gewehr. Was der in der Hand hat. Ich habe keine Ahnung. Es gibt auch keine Erklärung, kein gar nichts. Das da links, das geht dann nicht mehr so schnell an. Ich glaube, es ist die Reihenfolge. Aber welche Reihenfolge zum Teufel? Ja, tut mir leid, aber... Das war jetzt vielleicht die richtige Reihenfolge, aber ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt gerade gemacht habe. Tut mir jetzt echt leid, aber das habe ich nicht durchschaut. Steht der da direkt vor mir, oder was? Steht der da unten? Der steht da unten. Okay, dann begeben wir uns jetzt auf die andere Seite. Ja, komm. Okay, boah, das war knapp. Oder hat zumindest knapp ausgeschaut. Vor allem, wo ist jetzt dieser Geist denn bitte schon hin? Weil die haben doch alle geschrien. Jetzt ist er auf einmal weg. Scheißgeist. Runter. 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 So, genauso. So, bitte, sie betreten eine Untersuchungszone. Hallöchen. Ja, jetzt mit dem Kopf. Bei ihm leuchtet der Kopf. Warum leuchtet bei ihm der Kopf? So. Das Rätsel lösen. Boah, nee, Freunde. Das ist nicht euer Ernst. Es gibt 100.000 verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Dinge anzünden könnte. Das ist nicht euer Ernst. Ach so, jetzt... Ah, okay. Ja, komm, mach weiter. Ich hoffe, die müssen nicht alle gleichzeitig brennen. In nomine Patris et Filius et Spiritus Sancti. Okay, da steht immer was. Also hier steht nichts. Okay, da steht anscheinend auch nichts. Da steht auch nichts. Steht da was? Da steht nichts.
No, jetzt fällt er da rein. Also komm, auf ein weiteres. Aha, jetzt kommt keins von diesen Dingern, wie sie lauten. Komisch. Das ist ein Totenkopf. Mit. War da gerade was? Nee, das war bloß das Schimmern vom Wasser. Aber die alle gleichzeitig anzuzünden, das kannst du vergessen. Also anscheinend muss ich den anzünden. Ja komm, geh da raus jetzt. Und den da oben. Oder also den hier. Also die beiden brennen jetzt. Wie lange ist die Frage? Das geht doch niemals, dass die alle gleichzeitig brennen. Aber was ist das immer für ein scheiß Geräusch? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, toll. Hinweis. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sag's mir. Ich kann nicht alle auf einmal. Hinweis, ja, ne. Kann ich irgendwie nähere, Dinger zum Treffen mit ihrer B. Ne, warte, da war doch was. Diabolus. Skorpion. Mit Stier. Steinbock. 5 Krux. Zwillinge, was auch nicht. Zyklopädie, Menschen, Leute, verschiedenes. Tutorials, Training. Abrollen. Jetzt drücken sie kurz vorm Boden B. Ja, ha, 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 als ob das klappen würde. Umgebungsuntertauchen habe ich jetzt auch, ja, ich weiß. Aber das habe ich bisher noch nicht benutzt. Spirit Filio Sancti. Ist da oben noch was? Kann es sein? Ja, da wollte ich nicht rein. Also ich wollte schon ins Wasser, aber nur ins Seichte halt. Viel mehr Zeit. Des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ach, jetzt weiß ich, was das ist. Ich kann nur die anzünden. Oder ich soll nur die anzünden, die wirklich notwendig sind. Die man wirklich anzünden soll. Und dann, wenn es nicht ist, dann kommt so ein Laut. Also die drei sind schon mal. Die Frage ist, wer das jetzt hier ist. Ich weiß, ob die jetzt unendlich lang brennen. Also du bist es auf jeden Fall schon mal. Ah, jetzt haben wir es. Was da jetzt genau der Sinn dahinter war. Vor allem... Was ist das? Es ist aus Licht gemacht, genau.
Vor allem, was hat im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes damit zu tun? Ja gut, ist halt ein Geist, ne? Das ist mir schon klar. Aber was hat das damit zu tun? Mit dem, diesem Gebetszitat. Sofort stehen bleiben! So. Und ihr habt gemerkt? Wo bist du her? Hat dich denn befördert? Leon ist persönlich. Na schön. Ich hab besseres zu tun. Okay, das haben die nicht gemerkt. Da ist der Geist. Hingehen. Wollt mich jetzt komplett verarschen, oder? Boah, das haben die nicht gesehen. Leck mich am Arsch. Was ist das denn für ein... Ah, das ist bloß Lichtreflexion. Hä? Ich muss doch hier hin. Warte mal, ich gehe lieber außen rum. Also auf die andere Seite, meine ich. Luftattentate wollen sie haben. Na, dann sollen sie Luftattentate kriegen. Hat ihn jetzt nicht gestört, oder was? Was geht hier vor sich? Das sind bloß nicht die hier. Ich muss warten, bis der andere da weg ist. Verdammt! Teufel noch eins! Comble! Wo ist der Mordlist in der Bastard? Jetzt antworten wir noch einer! Ja, wenn ich Glück hab... Nein, scheiße, die gehen nicht kaputt. Ist der irgendwo scharf abgebogen? Der kommt. Ja, der kommt. Das habe ich nicht geträumt. So, der weg. Schön. So, lala. Wie schaut's mit dem da hinten aus? Der geht wieder seine Runde. Wo ist der schon ausgeraubt? Ja, mal schade. Wo? Du entkommst nicht! Oh, der ist hier unten drin. Scheiße, ich dachte, der wäre auf einem anderen Ding. Auf einem anderen Flur. Okay. Das hätten wir. Jetzt ist es nur noch einer, oder? Ja, es ist nur noch einer. So, tschüss. So, dala. Hä, das ist unter uns? Wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Ich hab doch da unten geschaut, da ist nichts. Ihr wollt mich jetzt verarschen, oder? Ach mein... Oh Gottes Willen. Um Gottes Willen, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht... The fuck, Alter. Wie habe ich das denn übersehen, bitte? Ich muss langsam mal eine Folgepause machen. Fällt mir gerade so auf. Ja, könnte ich jetzt hier... Hier runter vielleicht? Warum komme ich da nicht hin? Halt dich fest!
Du sollst dich doch festhalten. Scheiße, ich hab nochmal auf B gedrückt. Hat er losgelassen. Naja, gut. Okay, dann werden wir das in der nächsten Folge machen. Den ganzen Scheiß hier. Und den Typen da hinten machen wir jetzt noch weg, bevor die Folge endet. Na? Ein Luftattentat. Muss ja sein. Wie gesagt, und das nächste Mal machen wir weiter. Bis dann. Tschüss.